Hallo und einen wunderschönen guten Samstagnachmittag. Grüße gehen raus. Willkommen vor den Bildschirmen. Was geht? All die gerade live dabei sind, die das Glöckchen angemacht haben. Wunderschönen guten. Sorry, dass ich gestern nicht live war. Holen wir heute nach. Und wir reden gleich über den Vibe. Lass reingucken. Also, pass auf. Das Ganze fing so an, erstmal geil, Infinity Ward hat angefangen zu kommunizieren, was sehr, sehr geil ist. Die haben angefangen mit uns zu reden und das ging so los am 21. Januar, da haben sie rausgehauen, neue Missionen werden kommen, eine neue Exclusion Zone, also eine neue Map und es wird an der Schwierigkeit gedreht, die wird verändert, ja, wie auch immer sie das machen, ein Tuning. Okay, und ein paar Tage später, am 25. Januar, das war jetzt vor 3 Tagen von heute ab, kam dann dieser Blogpost hier. Den habe ich hier mal geöffnet. Das ist hier dieser DMZ-Blogpost. Und da steht jetzt ganz genau, was geändert wird. Also, gehen wir ganz schnell die Punkte durch. Enemy Tuning bedeutet, die Anzahl der Bots wird angepasst, was auch immer das heißt. Mehr, weniger, es wird angepasst, wird leichter gemacht angeblich. Die Schwierigkeit der einzelnen Bots wird verändert. Und die Art und Weise der Tier, also ob jetzt ein Tier 1, Tier 2 oder Tier 3 Bot spawnt, wird ebenfalls angepasst. Vielleicht irgendeine Umschichtung, weniger Bots, stärkere, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist erstmal die Schwierigkeitsanpassung. Dann Spawnpunkte, immer noch Probleme mit den Spawnpunkten, dass man direkt am Spawnpunkt weggesniped werden kann. Das wurde schon verbessert. In der Mitte der Karte sind jetzt neue Spawnpunkte seit ein paar Wochen. Reicht nicht, das wird nochmal komplett überarbeitet. Geil. Und dann das große Ding, die Missionen. Es wird neue Missionen geben. Wir wissen, dass es Missionen geben wird, zu der jetzigen Map, also zu Al-Masra, neue Mission. Es werden Missionen kommen zu Gebäude 21. Geil. Es werden Missionen kommen zu der neuen Map. Sehr, 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 sehr geil. Bestehende Missionen werden umgeändert. Schwierigkeiten werden angepasst. Und Reihenfolgen werden angepasst. Das ganze Missionssystem wird also komplett neu sein. Wir wissen nicht, ob es eine Tier 6-Mission möglicherweise geben wird. Oder ob vielleicht sogar eine komplett neue Fraktion dazu kommen könnte. Alles möglich. Also eine ganz große Veränderung bei den Missionen, was sehr, sehr geil ist. Dann Crashes. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Crash-Probleme, gerade auf der Xbox. Auf einigen Konsolen ist extrem Xbox immer noch am schlimmsten wohl. Mit Abstürzen am PC geht's momentan bei mir wirklich, wirklich gut. Aber ja, es haben Leute noch ganz massive Probleme. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der hier angegeben ist. Geil, dass sie das noch so auf dem Schirm haben, finde ich super wichtig. Und dann kommt das große Ding. Und hier wird der Vibe angesprochen. Und sie formulieren es so: Alle neuen Missionen, die zu Season 2 kommen, inkludieren, also beinhalten, einen Refresh, eine Auffrischung der Fraktionsprogresse. Ja, das ist ganz schwammig formuliert eigentlich. Und jetzt erst ein Inventory Reset, also das Inventar wird resettet, also wir verlieren alle Waffen, die wir haben und wir verlieren, also alle Kontrabandwaffen und wir verlieren alle Schlüsselslots, also beide Stashes werden resettet, auf null gesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass die Missionen wirklich resettet werden. Hier steht ein Refresh, was auch immer das bedeutet, hätte sein können, dass man einige Missionen behält und so weiter und so fort. Weitere Details kommen noch. Und zum Schluss noch Location, dass eine neue Zone kommt, eine neue Deployment Zone, also sozusagen die dritte Map. Haben wir bereits drüber geredet, habe ich auch ein Video zugemacht. Geil, das ist so eine mittelgroße Map und sie wird die Mission haben. Okay, gut. Das war der Punkt und zu dem Zeitpunkt war nicht ganz klar, was ist eigentlich jetzt genau der Vibe, schwammige Formulierung. Und dann ging es weiter. Ich gehe jetzt mal speziell auf Modern Warzone, auf den Tweet von ihm hier. Er fasst hier einmal zusammen, was ich gerade gesagt habe. Und dann kommen die Fragen auf, ja, was heißt das eigentlich? Und keiner wusste genau, was es bedeutet. Und einen Tag später geht schon so eine negative Stimmung los. Ja, wir wussten ja nichts von dem Reset. Was passiert hier eigentlich? Warum werden wir resettet? Ist das eine billige Kopie von Tarkov? Muss man alles von Tarkov kopieren? Was soll das Ganze? Und so weiter und so fort. Und hier steht, Spieler reagieren nicht positiv auf diese Veränderungen. Der ganze Progress wird gewiped. Und hier ist es von ihm aus so formuliert, dass es tatsächlich einen Progress-Vibe gibt, was jetzt anders formuliert ist an dieser Stelle. Warum das so wichtig ist von ihm? Weil er wohl einen Draht zu den Entwicklern hat und auch mit denen gesprochen hat. Und das sehen wir gleich. Also hier wird dann von einem Vibe gesprochen für den Progress. Die Kritik, es wurde niemals kommuniziert mit der Community, dass es überhaupt möglich sein könnte. Und ich muss ja auch sagen, wir wussten ja nie was über einen Vibe. Wir haben ein bisschen spekuliert, dass was kommen könnte. Aber keiner von uns hat auch jemals so wirklich dran geglaubt. Aber hier
Auch hier, dass man nie darüber geredet hat und die Spieler fühlen sich verarscht. Auf gut Deutsch steht hier und dann die ganzen Diskussionen. Und das war jetzt noch nicht alles. Das war jetzt am 26. Und ein paar Stunden später, ebenfalls am 26., also vorgestern, kam dann diese Top-News von ihm hier. Er war wirklich derjenige, der diese News angehauen hat. Und er hat gesagt, wir haben gerade aktuell Informationen bekommen, dass die Waffenslots entfernt werden. Dass sie gewiped werden. Er benutzt nochmal das Wort Vibe. Und er sagt, das ist ein Vibe/Reset. Für alle, die nicht wissen, was ein Vibe ist. Ich meine, das ist ein Wort aus dem Extraction-Shooter-Bereich. Nicht jeder Call of Duty-Spieler weiß, was ist ein Vibe. Was eine Season ist, weiß jeder. Was ein Vibe ist, weiß nicht jeder. Also benutzt er hier nochmal das Wort Reset. Wenn Season 2 live geht, gibt es einen Reset/Vibe. Fraktionsmissionen werden resettet, werden also alle auf Stufe 1 zurückgesetzt. Es ist jetzt schwarz auf weiß hier. Und warum glauben wir ihm das? Weil er hier unten schreibt, das ist keine Vermutung, das ist keine Spekulation. Wir haben mit einem Representative gesprochen von Activision und dieser Representative hat bestätigt, seine Antwort war, dass es genau so ist, dass eben der Progress resettet wird auf 1 und dass die Waffenslots, die freigeschalten, entfernt werden. Ihr werdet also keinen zweiten oder dritten Slot mehr haben, wenn ihr die denn freigeschaltet habt. Die sind also definitiv weg. Und auch hier wieder nochmal, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht hundertprozentig bestätigt ist. Also das ist etwas, wo wir jetzt wirklich mitarbeiten können. Es wird gewiped und es wird resettet. Das war der erste Tweet sozusagen, wo das eindeutig war. Und das war am 26. Und daraufhin ging der eigentliche Shitstorm erst richtig los. Leute sind durchgedreht, weil bis dahin haben noch die meisten vermutet, okay, ich behalte zumindest meinen Waffenslot. Sollen sie halt die Missionen umändern und was ich was machen. Geil, neuer Content. Aber ist ja nicht schlimm. Mit 2 Waffenslots geht das dann leichter. Und spätestens jetzt war der noch so 50-50 drauf war, dann richtig sauer. Und danach ging es halt richtig los. Und ich bleibe jetzt nochmal bei ihm hier, bei Modern Warzone, weil das so repräsentativ ist für die Dinge, die wir jetzt in allen Medien sehen momentan. Selbst Zeitschriften, Spielezeitschriften und so reden auf diese Art und Weise. DMZ-Progress sollte nicht gewiped werden. Also klares Statement gegen den Vibe, wenn Season 2 launcht. Sie sollten überhaupt nicht damit anfangen, periodisches Vibes, also regelmäßigen Abständen zu viben. Worüber übrigens noch niemand jemals was gesagt hat. Wir wissen das gar nicht. Aber er sagt jetzt schon, es sollte gar nicht erst kommen. Spielerprogress zurückzusetzen, macht überhaupt keinen Sinn, außer wenn es einen sehr, 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 sehr großen Content- oder Progress-Vorteil hat für den Spieler, dass du was Neues hast. Aber es macht überhaupt keinen Sinn in COD, dass Progress resettet wird, nur wegen dem Reset, um den Reset sozusagen zu haben, also nur für die Sache selbst. Und dann geht hier nochmal eine Idee los, es wäre ein Kompromiss, die Slots zu behalten und nur halb zu wipen, bla, 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 bla. Ja, das ist das Ding. Und ich möchte einmal ganz kurz erklären, was heißt das eigentlich jetzt? Vibe, wenn alles weg ist. Das Wort Vibe wurde ursprünglich erfunden von Escape from Tarkov. Tarkov hat damals gesagt, wir vipen, wir brauchen nämlich sozusagen den Reset des Fortschritts, weil wir den Weg für diesen Fortschritt verändern. Also ein Beispiel, stellt euch vor, ihr habt ein Rollenspiel, und da steigert ihr eure Stärke. Und ihr spielt 2 Monate und habt die Stärke von 1 auf Stufe 50 gelevelt. Und die Entwickler sehen, ach du Scheiße, das ging ja viel zu schnell. Das müssen wir ändern. Parallel kommt eine neue Map, parallel kommen neue Waffen, parallel kommen Anpassungen an allen Skills, Missionen werden komplett resettet. Und dann sagen sie zu dem Zeitpunkt, okay, jetzt ist es soweit, wir haben jetzt ganz viel Content, wir vipen, hauen all diesen Content rein und setzen alles zurück auf 0, weil wir jetzt sehen möchten, wie schnell geht das denn jetzt mit der Stärke? Geht das genauso schnell? Dauert das super lange, bis die Stärke gelevelt wird? Oder geht es schneller? Welche Auswirkungen haben unsere Veränderungen? Und das sehen wir nur, wenn wir die komplette Spielerschaft wipen. Das war die ursprüngliche Idee. Also sozusagen als Entwicklertool zu sagen, okay, wir setzen alles zurück auf 0 und gucken, welche Auswirkungen haben unsere Veränderungen auf unser Programm, auf das System. Gesagt, getan, gemacht. Und das Interessante, womit damals keiner gerechnet hat, war, dass das zu einem Hype geführt hat. Weil dieser Reset dazu geführt hat, erstmal geil, neuer Content, so ähnlich wie bei Call of Duty, neue Season, cool. Aber zusätzlich dazu sind alle wieder auf 0 gesetzt worden. Und Leute, die vielleicht schon, wo Streamer, wo Spieler schon meilenweit weg waren, schon die krassesten Waffen hatten. Und in Tarkov war es nun mal so, mit krassen Waffen bist du nun mal,
ja, das macht mehr aus. Also wenn du da viel freigeschaltet hast, du bist stärker, du bist besser, du bist schneller, du hörst weiter, du hast krassere Waffen, du hast Rüstungen gegenüber einem Neuanfänger, der sieht sich so als chancenloser Spieler, weil alle mitten in einen Topf geworfen werden. Es gibt kein Matching, kein Matching-System. Also alle kommen in denselben Topf. Resettest du alles wieder auf Stufe 1, haben alle wieder die gleichen Chancen. Und Leute, die gesagt haben, oh, ich habe vielleicht nicht so die Lust, haben dann plötzlich wieder Bock gehabt, Lust zu legen und anzufangen und wieder diesen Progress mitzumachen. Und das Interessante war, dass damals ein Vibe kam. Man sieht auf Twitch so richtig schön diese Wellen, wie dann sozusagen immer wieder ein Hype da war. Mit jeder Season, mit jedem Vibe, der kam, ist dieser Hype gestiegen, 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 dann abgefallen, gestiegen, abgefallen. Immer wieder zu dem Vibe war halt dieser Vibe-Hype da. Und am Ende des Tages war es so, dass Tarkov teilweise sogar, wenn man jetzt böse ist, gewiped hat, nicht unbedingt mehr nur, um neue Sachen zu testen, sondern nur, um den Hype zu generieren teilweise. Teilweise, sag ich jetzt mal. Also kleine Veränderungen, die nicht unbedingt einen Vibe gefordert hätten, haben sie gewiped, damit die Spieler wieder kommen und sagen, boah, geil, let's go, Stufe 1, yeah, auf geht's, hat Spaß gemacht. Dieses Prinzip wurde dann von anderen Spielen übernommen, die später auf den Markt kamen. Wir reden da von The Cycle Frontier und von Marauders. The Cycle Frontier hat überhaupt keinen Progress-Veränderung gehabt. Sie haben das Spiel released, nicht mal in die Beta rausgehauen, und sie haben direkt gesagt, wir hauen Season 1 raus und nach Season 1 wird gewiped. Obwohl sich nichts verändert, die Missionen, es ist keine große Änderung, aber wir vipen, damit alle wieder auf 1 sind und wir den Sinn haben, die Mission zu machen. Also das war ein Vibe nur für den Progress, nicht als Entwicklertest, gar nichts. Marauders ist dann rausgekommen und die haben gesagt, wir überlassen dem Spieler die Entscheidung, wann er vipet. Der Spieler muss vipen, um seinen Progress zu machen. Also eine ganz andere Idee. War immer Vibe, immer ist ein Vibe im Gespräch. Aber der Spieler muss vipen. Er hat zum Beispiel 20 Slots in seinem Stash. Aber wenn er vipet, kann er seinen Stash erweitern auf 40 Slots. Dann vipet er wieder, sein Content geht alles auf null, aber sein Stash wird größer. Er behält also sozusagen permanenten Progress durch die Vibes. Ähnlich wie in Call of Duty. Damals, wenn du sozusagen dein Prestige gemacht hast, hast du halt irgendein Perk behalten. Genau dasselbe Prinzip. Nur halt in Form eines Vibes, dass halt dann Fortschritt zurückgeht, was natürlich im Extraction Looter viel krasser ist, weil du die Missionen spielst und Progress hast und so weiter und so fort. So, und jetzt kommt DMZ und macht genau dasselbe. Und da fragen wir uns, wie ist das einzuordnen? Ist das jetzt ein Entwicklertool oder ist das so ein Progress-Vibe? Wenn wir das jetzt vergleichen, Call of Duty verändert sehr, sehr, sehr viel zu Season 2. Sehr, sehr viel. Missionen werden angepasst, umgeändert. Es wird sehr, sehr leicht gemacht, sagen sie, Slot 2 zu bekommen. Also könnte man sagen, okay, es ist vielleicht ein Entwickler-Reset, weil sie sehen möchten, wie schnell schaffen die Spieler es, jetzt die Mission zu schaffen. Wie ändert sich jetzt durch die Bot-Schwierigkeitsveränderungen der Missionsprogress? Also man könnte durchaus sagen, okay, es ist ein Entwickler-Tool für sie. Aber es ist sehr schwammig, es ist wackelig, es ist nicht so ein hartes Tool. Man hätte es auch sein lassen können. Also man kann nicht. Und die zweite Sache, es ist ein Progress-Vibe, klar. Was ist der Grund, warum wir momentan DMZ spielen? Ja, wenn wir rein für PvP in ein Spiel reingehen bei Call of Duty, dann spielen wir Warzone, aber nicht DMZ. DMZ bewegt uns aus anderen Gründen, das Spiel zu spielen. Und diese Gründe liegen halt in den Progress, den wir kriegen, den Charakter aufzubauen, am Ende die Slots freizuschalten. Das wird zurückgesetzt und wir müssen es erneut machen. Ich denke, dass DMZ also sozusagen beides abgreift, einmal diesen Nutzeranteil und einmal den Progressanteil. Beides ist aber so schwammig, dass man da locker diskutieren kann, ob das notwendig ist oder nicht. Sie machen es aber und wir können eh nichts dran ändern, sie machen es. Müssen wir so hinnehmen. So, jetzt möchte ich aber noch eine ganz, ganz wichtige Sache sagen. Eine wichtige Sache. Erstens, wenn... Vic the King abonniert den Kanal. Vic the King, vielen, vielen Dank für dein YouTube-Abo. Dankeschön. Dankeschön. Also jetzt möchte ich noch eine wichtige Sache sagen. Wenn ihr Missionen macht in einem Extraction Loot Shooter und die zum zweiten Mal macht und wiederholt, werden sie beim zweiten Mal leichter. Ein Beispiel, die sich jeder vorstellen kann. Ihr musstet als allererste Mission eine Festung einnehmen. Ja, eine Schlüsselkarte finden, eine Festung einnehmen. Mehr nicht. Und diese weiße Lotus-Dokumente rausholen. Wie viele Leute da gestruggelt haben. Wie komme ich in eine Festung rein? Wo kriege ich eine goldene Schlüsselkarte her? Was ist eine goldene Schlüsselkarte? Wie komme ich dann da rein? Wo liegen die Dokumente? Das war eine Aufgabe,
die viele schon überfordert hat am Anfang. Die wussten gar nicht, wie sie das machen, haben Fragen gestellt. Wir hatten im Stream immer wieder, ja, wie komme ich da rein? Kann mir jemand helfen? Ihr kennt das alle, jeder hatte das mal. Einige hatten das super easy, ja, let's go. Aber ihr wisst selber, wie viele Leute da Probleme hatten, überhaupt diese erste Mission zu machen. Alle, die das gemacht haben, stellt euch mal vor, ihr müsst das jetzt nochmal machen. Ihr geht auf die Map und macht diese Mission so. Das ist sozusagen, was damals so ein Riesenteil war, ist jetzt so eine Art Nebenaufgabe für euch. Ah ja, machen wir mal ganz schnell die Festung, kurz die Karte holen, reingehen und die Dokumente rausholen. Ist ja keine Aufgabe, ist ja keine Herausforderung. Weil ihr wisst, wie es funktioniert. Und das ist immer so die Magie eines Vibes. Wenn man Missionen nochmal macht, sind sie halt wesentlich leichter. Und dazu kommt jetzt, dass sie gesagt haben, sie machen generell den Slot super leicht zu kriegen. Jetzt überlegt mal die Kombination mit eurem Wissen, was ihr jetzt habt, die Leute, die das schon gespielt haben. Plus der Tatsache, dass es leichter machen. Ihr werdet in kürzester Zeit Slot 2 freischalten. Deswegen mache ich mir persönlich da überhaupt keine Sorgen. Ja, Slots 1, 2 weg. Wen interessiert das? Es ist sofort wieder da. Ihr werdet das so schnell wieder haben. Und es wird ein Erfolg für euch sein. Es ist ein Erfolgserlebnis, weil es so schnell und viel leichter geht als vorher. Der Punkt ist doch folgender, meiner Meinung nach. Mein Resümee zu dem Ganzen. Wir kriegen momentan zu jeder Fraktion eine Belohnung. Jede Fraktion hat 5 Stufen und am Ende einer Stufe gibt es eine besondere Mission und die schaltet eine besondere Belohnung frei. Und auch da habe ich natürlich was vorbereitet. Ich zeige euch jetzt mal ansatzweise, wie das Ganze aussieht. Das hier sind Fraktionsmissionen, die ihr zum Abschluss einer einzelnen Fraktion bekommt. Hier sehen wir zum Beispiel das Pendulum. Das Pendulum ist eine Blueprint, die ihr bekommt, wenn ihr irgendeine eine Endmission Weißer Lotus 1 oder sowas freischaltet. Kommen wir zu der nächsten Belohnung. Eine Königskin, kommen wir zur nächsten Belohnung. Tycoon, Basilisk, Blueprint. Kommen wir zum nächsten, das ist die Harbinger. Kriegt ihr in DMZ, Abschluss der Mission. Das sind Belohnungen, Zilgos. Woran erinnert das Ganze? Wir machen Missionen und kriegen Belohnungen. Meiner Meinung nach erinnert mich das an einen Battle Pass. Ihr schaltet Missionen frei, ihr habt Progress und ihr schaltet Dinge frei. Ah, wieder eine Skin, eine Blueprint, da kriegen Coins. Und genau das ist ja auch so. Wir kriegen Doppel-XP-Token, wir kriegen Waffen-XP-Token. Es ist wie ein Battle Pass. Wir schalten frei, schalten frei, schalten frei. Na klar hängt da der zweite Waffenslot dran. Und klar ist es ärgerlich, dass er weg ist, aber da kommt ihr sofort wieder. Na klar, die Leute, die den dritten Slot haben, super ärgerlich, ich verstehe das. Aber wenn man das so sieht wie ein Battle Pass, dass wir sowieso nur Dinge freischalten in diesem Pass und das immer weitergeht. Zimo wird freigeschaltet, hier die Icarus. Wir haben die Giselle, dann diese P890 Blueprint. Skins, 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 Skins. Und wir wollen gar nicht mal reden hier von der Rose, die wir freischalten können. Die Triage-Skin und natürlich die eine der seltenen Skins überhaupt hier. Wo ist sie? Ah, ihr wisst schon, die mit den verlaufenden Augen. Ist das sie hier? Das sind halt Belohnungen, wo alle immer hinterher waren, die Sachen zu kriegen. Das ist wie ein Battle Pass. Wenn jetzt das Ganze zurückgesetzt wird auf Stufe 1, stell dich doch mal vor, ihr habt eine neue Season und es gibt einen neuen Battle Pass. Wer meckert ja auch keiner. Oh, ich muss den Battle Pass komplett neu machen. Das ist doch in dem Moment was Geiles. Also ich freue mich doch, wenn ich einen neuen Battle Pass machen darf. Hä? Neue Missionen? Neue Fraktionsbelohnungen? Das ist doch geil. Diese Slot-Freischaltung ist in meinen Augen so ein kleines Ding, vor allem weil es so leicht gemacht wird, jetzt diesen zweiten Slot zu bekommen. Ich sehe das eher so, dass diese Fraktionsbelohnungen eigentlich die Hauptbelohnungen sind für... Es ist wie so ein Battle Pass, der parallel zu dem Warzone Battle Pass läuft. Wir kriegen die ganze Zeit Belohnungen dafür. Und das wird zurückgesetzt auf Stufe 1. Wir kriegen neue Belohnungen. Vielleicht ist es nicht klar. Aber wenn wir neue Belohnungen bekommen, dann würde ich an dieser Stelle sagen, okay, das ist das Prinzip, was sie vorhaben in DMZ. Sie wollen sozusagen die Leute animieren, sozusagen den Battle Pass zu spielen, also die Mission wieder freizuschalten, die Belohnungen freizuschalten. Vielleicht gibt es neue Waffenkofferbelohnungen. Das wissen wir alles nicht. Es gibt ja jetzt DMZ-Missionen. Es kommt ja auch sehr viel dazu. Es wird neue Belohnungen geben, 1000%ig, weil es neue Missionen gibt. Werden die alten verändert? Ich kann mir das vorstellen. Was bedeutet das? Es würde bedeuten, dass so eine Rose-Skin, zum Beispiel die Triage-Skin, nicht mehr da ist. Das heißt, jemand, der die Triage-Skin hat, kann sagen, hey, ich habe Season 1 damals gespielt, ich habe die Triage-Skin. Und sie ist vielleicht einzigartig, wenn sie das so machen vom Prinzip her. Wenn man sich das so überlegt, finde ich, könnte man sagen, geil. Und am Ende des Tages wissen wir es nicht 100%. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es so ist. Am 8.2. haben sie gesagt, ich scroll noch einmal ganz schnell runter hier.
In dem Blogpost, ich werde das alles auch später noch unten verlinken. Am 8.2. haben sie gesagt, hauen sie nochmal die großen News raus. Große Veränderungen kommen zu Season 2. Und wir werden hier am 8. Februar nochmal alles detailliert erklären. Und da werden wir schlussendlich wirklich wissen, was sie vorhaben im Detail. Ich hoffe, dass sie es da auch ausgiebig erklären. Und ich sehe das momentan ehrlich gesagt sogar relativ positiv. Wenn das so ist, wie ich vermute, dann ist es was Gutes für alle. Und ich verstehe, dass sich Leute aufregen, dass Leute frustriert sind, weil sie nicht informiert wurden. Aber diesen ganz großen Rage und diesen ganz großen Hass, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Vielleicht sind alle Leute nicht so sehr informiert, die sich so aufregen. Oder es ist noch Wut dahinter, die berechtigt ist, die ich selber noch nicht sehe vielleicht. Keine Frage. Aber ja, ich hoffe, ich konnte das an dieser Stelle so ein bisschen relativieren zumindest. Auch nochmal bis bald. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Vielen Dank für alles. Ich werde mal gucken, dass ich dieses Ding da hochlade. Und ansonsten sage ich, macht euch ein schönes Wochenende. Wer will, bis morgen früh. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und macht euch nicht zu viel Kopf wegen dem Vibe. Das wird schon. Das wird schon geil. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr geil. Das wird cool. Schönen Abend, Leute. Macht's gut. Vielen, vielen Dank für die ganzen Likes auch. Bringt sehr, sehr viel für uns hier. Wirklich. Vielen, vielen Dank dafür. Und wer Lust hat, bis morgen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Oh. Ach, ich kann das nicht live. Das kann ich nur im Video. Hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, 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 ciao. Mach's gut. Sniper auch. Ciao, ciao, ciao.